Es ist alles schlimmer, als wir dachten. Die Bremse ist fertig, beziehungsweise ist repariert. Nur der Motor ist fast rausgeflogen während der Fahrt. War mir auch ein bisschen unklar. Weep. Oh shit. 316er Burnout. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem, wie soll ich sagen, ein bisschen außergewöhnlichen Video, denn unser Kumpel ist richtig am Arsch. Ich war hier eigentlich wegen der Bremsleitung, denn der Kumpel hatte irgendwann mal einfach keine Bremse, ne? Und was die Ursache dafür war, das schauen wir uns gleich genauer an. Die Bremsleitung ist übrigens schon repariert, innerhalb von keiner halben Stunde. Die hast du neu gemacht. Ich glaube, man sieht das jetzt so. Ne? Der Motor liegt vielleicht auf einem Zentimeter hier. Ne? Motorlager ist komplett am Arsch auf dieser Seite und auch auf dieser Seite. Also der Motor ist im Prinzip einmal komplett nach links runtergerutscht. Aber im Vergleich zu dem gelben, ja, zu unserem Coupé, zum Pfirsich, ist das noch Kindergarten. Das ist wirklich noch nicht schlimm, weil bei dem gelben sieht das noch schlimmer aus. Ohne Scheiß, der Motor ist fast schon auf dem Boden. Katastrophe und wir müssen etwas tun. Los geht's. Das ist das Teil. Oh mein Gott, das sieht ziemlich ungesund aus. Was da? Das brauchen wir auch nicht, oder? Oder brauchen wir den Deckel? Doch, doch. Mist. Wir schauen uns am besten die neuen Motorlager an. Die Sponsoren sind euch schon bekannt. Autodoc. Yo, vielen Dank für die Unterstützung. Und hier sind die Motorlager. Mal schauen, wie ein vernünftiger Motorlager aussehen muss. So. Da sind die neuen. Den Unterschied habt ihr gesehen, das obere Teil ist komplett abgerissen bei dem Kompi. Gut, dass ich die neuen Motorlager schon vorbereitet habe für unseren Motorswap. Kevin, zeig mal, was haben wir da? Also normalerweise ist hier Öl drin, weil das Hydrolager sind, ja. Also das dieses Öl, ist dieses, natürlich jetzt dieses Öl war da drin im genau. Prinzip, okay. Also die waren schon sehr defekt. Das ist der zweite jetzt, der auf der linken Seite war? Genau. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man darauf nicht achtet? Das ist ja ein Verschleißteil, mehr oder weniger. Mehr oder weniger ist ein Verschleißteil, ja. Kann passieren, dass halt der Motor sich wirklich richtig absackt, ja, in die falsche Richtung geht, wie bei dir jetzt zum Beispiel eine Leitung scheuert, aufscheuert. Oder und dann ist Feierabend. Der Motor wirklich an der Karosse vibriert und so weiter. Also. Aber so richtig rausfallen kann der nicht, oder? Weil so der am Träger. Richtig rausfallen kann er eigentlich nicht, weil er dann auf dem Achsträger drauf liegt. Okay. Genau. Aber allein die Bremsleitung, wenn die abreißt, ich bin ja auch letztens mit dem hier 160, 180 gefahren Richtung Frankfurt, wenn man dann in einen Stau reinkracht, dann ist das nicht lustig. Also Leute, passt auf diese Sachen, ja, keiner achtet darauf, Motorlager und sowas. Immer schön Inspektion machen lassen. Genau, also eine richtige, nicht von Onkel, ja, sondern wenigstens einmal in zwei Jahren muss das Auto von einem Fachmann geprüft werden. Wir sind eigentlich schon fertig und dann bin ich hier so ein bisschen rumgelaufen, habe mir so die Teile angeguckt, hier schöne BBS-Felgen, sind BBS, oder? Original. Hier so eine schöne Bastuk-Auspuffanlage und dann gucke ich auf einmal so nach oben und voilà, was sehe ich da? Einen verdammten Class 2 und zwar Limo in Weiß. Steht einfach oben da im Fenster. Ich glaube, wir gehen am besten da rein in dieses Zimmer und schauen uns dieses Fahrzeug genauer an. Das steht auf Stahlfelgen, weil die Felgen ja hier sind. Die werden nochmal frisch gemacht. Die werden nochmal frisch gemacht? Also die sind noch gar nicht frisch. Die werden nochmal richtig aufgegeben.
Okay, also die werden nochmal frisch gemacht, wie diese hier. Und dann kann man auf die Straßen fahren. Los geht's, schauen wir mal die Autos mal an. Amonos, Bonita tanzt bei Vollmond. Du hast Zeit, bis mich ein Kopf holt. Denn ich war schon wieder loco. Die Felge versaut alles. Wir machen hier eine schöne BWS-Felge drauf, damit man sich vorstellen kann, wie das Auto aussieht. Der ist weiß lackiert. Ist das originale Farbe? Ja. Was hast du da noch Schönes? Noch ein! Und zwar Coupé in Avus Blau. Oh, E30 Cabrio. Was ist das? 325? Ja. Nice. 165 erst drauf. Wie viel? 165. Krass. Schickes Teil. Ich vermute, da sind diese M3-Spiegel, die ihr angesprochen habt letztens, Leute. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Halt, was du machst? Alter, leg los, langsam. Burnout? Mach mal Burnout. Hier ist nass. Oh shit! 316er Burnout! Nice! Oha! Der hat eine Sperre! Wow! Krass, ich wusste gar nicht, dass er auf trockenen Burnout machen kann. Gib mir mal lieber deinen Schlüssel. Der Kompi ist fertig und zwar jetzt ist der eigentlich top. Bremse ist da, Motor läuft optimal. Das Problem ist hier auf der Hebebühne und zwar ein großes Problem. Das mit den Motorlagern ist ja eine Geschichte. Seht ihr, wie der Motor gerutscht ist? Da, wo der Pfahl jetzt ist und auf der Seite sieht man das auch sehr gut. Seht ihr, wie der Motor einfach mal so von seinem Platz abgekommen ist? Das ist Problem Nummer 1. So, wenn wir den M50 jetzt einbauen, worauf muss man achten? Also das Getriebe passt dann schon mal nicht, richtig? Richtig, brauchen wir genau ein M50 Getriebe, weil wir einen M50 Motor einbauen. Also die passen nicht von 316 an die? Nein. Noch was? Bei M52 passt es. M50 hat ein gesondertes, also besonderes Getriebe. Okay. Noch etwas? Bremse oder irgendwas? Beim Skraftverstärker brauchen wir den großen. Also da gibt es auch Unterschiede. Genau, da gibt es auch Unterschiede, weil wir haben ja hinten schon auf Scheibenbremse umgebaut. Sprich, brauchen wir mehr Druck. Okay, und das kommt vom Bremskraftverstärker, logisch. Und die Auspuffanlage ist bei einem 325i zweiflutig. Hier haben wir einflutige Auspuffanlage. Ja, ja, ich weiß, da fällt eine Kleinigkeit. Hier ist unser großes Differential, da gibt es Unterschiede. Antriebsstrang ist anders jetzt. Und die Kardanwelle, da gibt es auch einen Unterschied. Das ist die sogenannte kurze Kardanwelle. Früher war hier eine längere verbaut. Genau. Und die Handbremse muss noch gemacht werden. Wir haben jetzt eine Liste erstellt von den Teilen, die mir noch fehlen. Es ist ein M50 Getriebe inklusive Schaltgestänge, das ist nämlich kürzer bei dem anderen Getriebe hier. Zwei Sturzeinstellschrauben, das ist so eine andere Geschichte, die sind auch ein bisschen kaputt. Gaszug. Kabelbaum haben wir schon, also Pluskabel im Prinzip, das haben wir. Motorlager muss ich noch besorgen, weil die dafür gedacht waren, also fürs Coupé, sind jetzt im Kompakt drin. Stabi-Stange ist auch eine andere, denn die von 6-Zylinder, die verläuft etwas anders und die geht halt ein bisschen tiefer. Auf jeden Fall, die fällt mir hier noch. Und ein Bremskraftverstärker ist bei einem 6-Zylinder ein anderer. Das Ding ist besser, wenn man das ausbaut, also beziehungsweise umbaut, wenn der Motor draußen ist. Ich bin gespannt. Der wahrscheinlich auch. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Top. Vamonos, Bonita tanzt bei Vollmond.
mich ein Kopf holt, denn ich war schon wieder los.